Wird jetzt auch wieder. Ich gehe wieder in das Aschige rein. In Asche? Also in Aschige. Sieht man also bisschen aschig, Aschige, ne? Damit das natureller, also so. Natürlicher aussieht. So Assi-Asch oder was? Nee, kein Assi. So. Ich komme nicht aus Köln. Ich wohne zwar in Köln, aber bin keine gebürtige Kölner. Das ist keine Beleidigung. Köln ist das kurz, was du geben. Mhm. Natürlich, was dem lieben werden kann, ist Kölner. Nee, so. Also ich finde und wahre Schöne Köln... kommt nicht von innen, die Küche aus Köln. Ja, natürlich. Das hat auch nur mal nebenbei gesagt. Nee, aber ich mag Köln mag ich nicht so. Ich bin eher von Düsseldorf. Hör auf, sag das nicht. Das möchte ich nicht. Sag nicht in meinem Video Düsseldorf. Ja. Das betone ich nicht. Ja, okay, aber das ganz ist, ehrlich, da ist eine sorry, Feindschaft. In Köln sind die Leute ein bisschen mehr asozialer als das wir. Ist, nein, das ist nicht richtig, Walter. Die sind normaler. Normaler? Die sind einfach normal, die gehen aus sich raus, die können feiern, die können lustig sein. Die Düsseldorf haben auch einen Stock am Arsch. Nee, das glaubst so. Du? Nein, das glaube ich nicht, das weiß ich. Ich bin ja mal über Düsseldorf geflogen. Ja, weil du vielleicht hier geboren bist, nein, ich war doch schon mal in Düsseldorf. Bin ich geboren, Liebchen. In Düsseldorf bist du geboren? Nein, da war ich schon mal gewesen in Düsseldorf. Ja, natürlich bist da du da bin ich rüber geflogen. Ist ja 20 Minuten von Düsseldorf. Siehst du, weißt du Bescheid. Ja. So. Wie heißt das so schön? Über Düsseldorf lacht die Welt, über Köln scheint die Sonne. Ja, nee. Aha, siehst du, das haben wir doch. Düsseldorf ist immer mehr die Sonne. Hör ob jetzt. Doch, doch, ich glaube schon. Auf nein, jeden Fall. Das ist kein Glaube, das ist kein Wissen. Glaub es mir, die Düsseldorfer können von uns viel lernen. Meinst du? Fängt schon mit der Sprache an. Nee, nee, ich glaube die Partys allein schon. Da ist ein nein. Unterschied zwischen hier und da. Ja, du kennst halb... dich doch mit den Partys aus. Ja, aber die in Düsseldorf, das sind alles Halbschwule. Halbschwule? Also, ja, genau. Okay, komm. Warum? Weil die nicht so männlich sind, oder warum? Das sind alles Softies. Softies? Ja, klar, das sind alles lieber Nare vom Was ist denn ein richtiger Mann für dich? Was ist denn ein Mann? Ein Mann kann ich ja sagen. Ja, sag mal. Ein richtiger Mann, der muss kochen können, spülen können. Ein richtiger Mann. Und die kommen alles aus Düsseldorf. Ja, weißt du. Genau. Die Warmduscher. Ja, ja. Ist doch klar. Guck dir die mal an. Nicht die Lüge, aber nur jetzt nebenbei, aber so. Also ja. Ich wollte jetzt die interkulturelle Debatte jetzt hier nicht unterbrechen. Ach so, ja, die wollen wir gerade jetzt erklären von Düsseldorf und Köln. Gut, hast du ein Visum bekommen für Düsseldorf? Wie ist denn das eigentlich? Ja, da musst du wahrscheinlich ein Visum haben, einen Reisepass. Mhm. So. Und, kriegst du einen Stempel rein? Wenn du kriegst einen Stempel rein und da bist du dein Leben lang bist du damit gezeichnet. Ja, ja. Also du hast da richtige Probleme, wenn du ausreisen willst. Ja, vor allen Dingen, wenn du hier in Köln irgendwo hin willst und sehen das, da kannst du nach Hause gehen. Allein mit dem Auto kommst du schon mal gar nicht rein. Nee. Direkt Nummernschild abgerissen, alles fertig. Wollen wir gar nicht drüber reden. Also ich kann dir nur meine Erfahrung zu Düsseldorf sagen, das sieht von außen super geil aus. Aber nur von außen. Und wenn du bei den Leuten zu Hause bist, sitzen die auf Apfelsinenkisten. Ja, ob Jaffa-Möbel, die haben Jaffa-Möbel von Ikea. Das glaubt so. Ihr. Ich weiß nicht, was für Menschen ihr kennt. Ja, aus Düsseldorf. Ja. Hallo? Nee. Wie, ich war schon auf der Köhe, hör mal, da warst du noch in der Leitung. Du musst nicht auf die, es gibt ja nicht nur Köhe in Düsseldorf, es gibt auch andere Ecken wie Oberkassel. Ach, dann ist ja doch schon mal, ach, da musst du, ach, Oberkassel, weißt du, was da los ist? Ja, was denn los? Hör mal, das kleine Chicago. Ach, Chicago. Ach, hör doch auf mit der Scheiße, ich kenne mich keine Scheiße. Miami, nichts Miami. Da fliegst du nächste Woche hin. Ja, nächste Woche Dienstag Miami. Dazu nimmt Thema Düsseldorf. Ja, also es gibt auch in Düsseldorf soziale Brennpunkte. Aber jede Menge. Ja. Ich glaube, der größte soziale Brennpunkt ist der Kö, ist die Kö. Ja, genau. Da laufen die ganzen Rosetten. Okay, was habt ihr hier in Köln? Da läuft die ganze Rosettenabteilung. Okay, was habt ihr denn hier in Köln? Apropos oder? In Köln? Apropos? Weißt du, was wir in Köln haben? Ja. Der Kölner Dom. Oh. Und glaub es mir, die kennen sie in der ganzen der Welt. Der seit 18 Jahren immer noch im Mundhaus. Ja, nicht. Und was hat Düsseldorf? Eine Dixie-Klo. Der steht da irgendwo hin, weiß ich, wo der steht. Aber erzähl mal hier nichts. Ihr habt Nachtflug hier in Köln. Ja, nicht nur. Ja, das haben wir ich wohne ja in Köln, ne? Also. Aber ich bin nicht gebürtige Kölnerin. Ja, siehst du, deswegen verstehst du das. Und kannst du mich ja nicht wissen, was ich empfinde. Ach so. Also, empfinde ich bin von. Das sind richtig deine Gefühle. Richtig meine Gefühle. Richtig, 100%. Ja, im Gegensatz zu dir. Ach so, ja, natürlich. Ja. Ich bin nur 50%. Der allergrößte, was glaub es mir. Ich habe in meinem Geburtstag und steht drin, echte Kölner. Ja, echte Kölner. Ich habe ja einen Kölnpass. Ja, wo ist denn dein hier? Du hast hier so ein goldenes Teil immer dran. Nee, das ist ja meine andere Jacke. Jacke. Das ist ja meine Location-Jacke. Deine Location. Das ist hier, wo du dann rein sprechen musst, ne? Das ist so eine Kamera, muss ich mal sagen. Schatz, sprech mal hier rein. 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3. Hallo. Okay. So. Ja, also wir kommen heute ein bisschen vom Thema ab. Ja, genau, würde ich auch sagen. Ja? Also wir waren ja länger nicht mehr auf Sendung, wir hatten viel zu tun. Das stimmt. Ja? Ja, unser Thema heute. Achso, nur mal nebenbei gesagt, ich habe hier ein wunderschönes Mädchen hier. Wie sieht man Köln, lecker Mädchen. Lecker Mädchen. Sieg, ne? Vom Feinsten. Ja. So sind die Schüsse hier in Köln. Mhm. Aber da muss man nicht drüber reden, ne? So, sieht richtig gut aus. Hält alles, was man braucht. Wenn man so sieht, guck, ist vom Feinsten, ne? Ist das nicht herrlich? Ja. Also hör mal. Da bist du schon blind, da kriegst du wieder ein gleiches Trauma. Das ist alles naturell. Ja, das alles ist alles Sport, 16 Jahre Sport. So, also hallo, die Kölschen, wie wir machen alle Sport. Alles Sport. Ja. Alle McFit, alle schön am Trainieren. Alle siehst du, ne? Also von hinten bis vorne, ne? Von oben oder unten.
Also hey, vom Feinsten, ne? Also Leute, so wollte ich jetzt nochmal gesagt haben. Ne? Ja, aber du könntest sie uns auch mal komplett vorstellen und nicht nur auf die Körbchengröße reduzieren. Ja, das ist eine Freundin von mir, das ist die Lara. Alara, ein ganz komplizierter Name, unsere Zunge brechen hören. Da ist eine knüttelnde Zunge. Alara, ne? Ja, sprich genau. Ich. So, und die habe ich jetzt heute an meiner Seite, ein Cremeschnittchen. Und jetzt tun wir beide mal schön hier. Ne? Ist ja selten, du hast ja eigentlich noch nie jemand hier mitgenommen. Ja, warum eigentlich? Warum ich? Ja, das ist hier die Frage. Jetzt wurde Frech, manchmal uns die Danke drüber. Genau. Weiß ich ja nicht. Das ist mir nie Opi-Falle. Ach, jetzt wurde Frech, der uns in aller Größe. Jetzt manchmal doch Gedanken drüber. Also, das sind die Kölner Männer. So. Ja, also, das sind die einfach. Nein, das ist, ich will ja was Besonderes haben. Verstehst du? Ich will ja nicht irgendwas, so was jeder hat oder was immer auf der Straße rumläuft. Ich will ja echt hier so was Schönes, Feines haben. Ja, die Schönes, hat, aber eben gerade sagst nein, du die noch, hat, nein. Hast du noch gesagt, meine Schuhe gefallen dir nicht. Ja, die Schuhe, das ist ja, da muss ein Waffenschein für haben. Ja. So, der hast du aber nicht. Normal möchte ich jetzt Ostern. Also das so. Sind meine Schuhe, Leute? So, auf jeden Fall, du musst dir vorstellen, und das stimmt auch nicht mit dem Ding. Nee, alles gut. Ich habe also noch irgendwann am Luche bist. Ja, ich war am Gucken. Achso, ich hätte gedacht, du bist es eh noch. Nee. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das hier so. Was ist das jetzt schon wieder? Komm mal hier bei meiner okay, Seite. Okay, sorry. Und die habe ich mir extra ausgesucht, ne? So. Ja. Das ist auch eine, wie sagt man, wie heißt das? Bloggerin? Ja. Influencer. Also Influencer Bloggerin, genau. War sie damals. Ja. Also die weiß, was abgeht hier, ne? Ja. Ganz klar. Und wenn, aber ich starte wieder. Sie startet jetzt durch. Genau, ne? Also spätere Heirat nicht ausgeschlossen. Ja, genau. Aber guck doch an, wenn die Geld hat, ne? Ach so. Die muss ja jetzt von denen, hey. Ja. Ne? Bei mir ist das ja umgedreht. Das sind die Kölner. Ja, nein, ich liebe doch. Immer profitieren. Nein, das stimmt doch nicht. Das ist einfach, weißt du, Gleichberechtigung. Ne? Also, jetzt sind die Schüsse dran. Früher waren die Kerls, jetzt, ne? Jetzt sind die Weibchen mal an der Stelle. Ne? Also, jetzt gehen wir es rum. Aber wir wollten ja heute noch ein Thema anschneiden. Ja. Also, wir wollten ja heute ein bisschen über aktuelle Geschehnisse in Australien sprechen. Ja. Was ist denn? Kennst du Australien? Kennst du? Natürlich kenn ich auch. Weißt du, wo das ist? Ja. Also, wo ist er da? Ja. Nicht hier in der Ecke. Ich dachte hier, Korweiler. Australien. Ja, weiß okay. Ich. Du weißt, worum das Thema geht. Du meinst, sprichst jetzt den Dschungel, ne? Genau. Genau. So, da wollt man eigentlich mal eure Meinung dazu hören. A, wie du das siehst. Wie du das siehst. Alara? Also, ich habe es noch nie mir angesehen. Daher kann ich jetzt meine Meinung nicht dazu äußern. Warum? Weil es mich einfach nicht interessiert hat. Wie guckst du es hier? Wie guckst du her? Bist du in der Hamburg oder was? Was ist denn normal so hier? Guck, das geht nee, also aber, jetzt müssen wir ja noch mal eine Brücke schlagen, aber sie kennt den einen oder anderen Protagonisten. Genau, einen oder anderen. Ja? Da können wir ein bisschen drüber sprechen. Hast du eine Beziehung mit dem oder was? Nee, aber du kennst dich ja richtig gut aus. Na, was ist denn deine Meinung? Wie oft guckst du das denn? Also kann ich mal sagen, ich guck mal der Dschungel echt nur an wegen der Schüss. Wegen der Schüss? Wer sind die Schüss? Ja, nicht Schüss, sondern Schüss. Ach so, okay. Also wegen den Weibchen, die da dran waren. Okay. Jetzt sind sie ja mittlerweile fast alle weg. Bis auf der 11 Meter sehe ich dort. Ne? Ja. Und ja, wie findest du das? Die Sarah Joel war, fand ich sehr berauschend. Ja. Gar nicht mal das schon. Die kommt ja aus Köln. Ja, ne? Genau, die kennst du ja auch. Also, du kennst sie genau, auch. Genau, die kommt ja aus Thema, Köln. Schüss, kommen aus Köln. Ja. Sie ist auch sehr hübsch, sehr sympathisch. Kleine Sarotti Moore, vom Feinsten. Ne? Ja, aber muss man schon sagen. Ne? Da habe ich mir das angeguckt, da sage ich manchmal abends so. Ich muss ja nicht, wo ich hinlaufe. Ja. Oh, krass. Ne? Die hat ja ein paar Schläuche gehabt. Das war ja vom Allerfeinsten. Ne? Also die hat auch eine Freundin. Kannst du ja ein bisschen was drüber erzählen? Ja, das ist ja die Michaela Schäfer. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Knallerschuss. Das sind schon zwei Knallbutze. Ne? Und die haben ja mal so ein kleines mit ne? Und eine kleine also kurze Filmchen gedreht. Du hast es nur angeschaut, weil die zwei. Ja, klar, mit ich spielen keine Schwule. Ich bin eine Type dann an. Hallo? Okay. Ja, guck, da dachte ich, die Lafette Putzer. Und wie viele Stunden, wie lange geht das? Ja, solange die am Schirm waren, Mann. Wenn, sobald die weg waren, ich in der Kamera, ich mich schaue. Was soll ich die anderen 11 Meter sich angucken? Guck dir die mal an, da weißt du, keiner Mund drauf. Ja. Nein, wie oft lief das? Wie oft läuft das jetzt? Das läuft jeden Tag. Jeden Tag läuft das? Ja. Ah, okay. Das heißt hier normalerweise Dschungel, ne? Normal könnte man das auch Porno-Dschungel nennen, ne? Ja. Wenn man zunimmt, da ist ja gut, ist ja schon frei. Ne? Aber wir müssen ja sagen, bevor Michaela Schäfer und Sarah Joel nach Australien geflogen sind, hattest du sie noch mal bei dir auf der Couch? Ja, die waren im Flamingo-Wohndienst, ne? Ja. Da bin ich so da und da waren die bei mir. Übrigens Flamingo sehr schön, jeden Mittwoch. Und jetzt mache ich den Schleichwerbung, ja? Für die Adresse auch. Auf jeden Fall Flamingo, da kamen die mal hin, die zwei, sehr schön. Konnte ich die immer Natura sehen und in Natura riechen und schön, ne? Schön im Ärmchen immer. War schon nicht schmeidig. War schon sehr schön. Ne? Waren also doch. Ja. Die sind nicht verkehrt. Oh, hier wird nichts. Das ist schon original. Muss man schon einwandfrei sagen. Aber mit denen würde ich auch ein Video machen. Ja. Ne? Dreck. Jetzt ist jetzt egal jetzt, ne? Ob was für eine Ebene.
Man nannte mich ja früher die Palme von Köln. Ne? Genau. Kokosnüsse. Die Kokosnüsse hängen da alles bereit. Ne? Alles da, Junge. Was sagst du dazu? Also nicht zu den Kokosnüssen, sondern zu Sarah Joel. Also ich finde sie ganz sympathisch. Sie ist auch nicht so aufdringlich oder wie gesagt aufgesetzt. Ich finde sie ganz sympathisch. Sie macht halt ihren Teil sehr schön, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht mittlerweile, wo sie. Ich glaube, sie war auch letztens in Berlin auf so einer Fashion. Ja, aktuell ist sie jetzt in Australien. Ach so, okay. Ja. Eigentlich finde ich sie. Also ich kenne sie jetzt nicht so richtig direkt persönlich, aber sonst finde ich. Sag ich mal, was Sarah lieb für. Normal könntest du auch schön, du passt auch in den Dschungel. Ja, in den Dschungel. Normal möchtest du auch, du wärst auch der Knaller. Da werden Kroten, Jinken quer durch das Deck. Ja, wenn ich da reingehe, habe ich würde das jeden Abend, ja, würde ich das gucken, alleine wenn du da dran wirst. Ja, klar. Glaub es mir, das ist eine Augenweide, wäre das. Ich würde essen, ich würde alles vergessen, wenn ja. Du da dran wirst.